kriegst du das Geld zurück. Eben. Junge, das ist also, so ein Teamplay, so ein dreckiges. Ja, aber echt, so ein dreckiges. Und jetzt muss ich dem auch noch zahlen. Das... Du kannst froh sein, dass die Weltmeisterschaft nicht mehr da ist. Ach, meiner, da kann ich ja überhaupt nichts rausholen. Das gehört mir ja schon. Ach, Halleluja, was ein Zufall. Komm, Mailand, Mailand, Mailand. Ich wollte eigentlich nach Venedig, da hätte ich nämlich ein Monopol voll gekriegt. Oh! Da muss er. Das wird teuer! Was verkaufe ich dafür, Scheiße? Da muss er jetzt schon richtig klechen. Du könntest deine ganzen Häuser in Spanien aufgeben. Junge, niemals! Ich nehme die gern. Das sagt er jetzt niemals, aber gleich wird er feststellen, er muss das machen oder so. Und bitte ist der Cyborg dann auch noch gleich nach Mailand. Dann ist Brick zwar enorm reich, aber zur Cyborg gönn ich das. Ja, ja, ja Mann. Oh, ne? Auch nach. Ja. Ich hab immer noch Osaka. Oh, hat und Venedig hast du auch immer noch. Und 13.000. Ja. Mailand ist aber wirklich eine schöne Stadt, das muss ich schon mal sagen. Ja. Gehört ja auch mir. Ah, und ich gehe mal wieder zu meinem Lieblingsurlaubsresort. Ja. Ne, Ede, ich mag's bei deinen Ressorts, die sind wirklich schön, muss ich mal so sagen. Ja. Weiß ich, dass die schön sind. Wow, er kann sich sogar eine Fahne hinstellen. Ja. An der ist der Zeitpunkt, wo er jetzt schon verkacken würde. Ich werde so sterben, ey. Alter, du wirst in Hamburg sterben mit dem Geld, was du jetzt hast. Das war knapp. Alles klar. Alles klar. Das wollte ich doch haben. Nee, ich geb zur Cyber kein Geld. Aus Prinzip. Aus Prinzip. Aus Prinzip. Ja, Paris lässt... Paris ist teuer. Komm bitte, sei Cyborg! Los, der Cyborg! Komm auf Paris! Ereignis, jetzt die Rede zur Weltmeisterschaft! Ausgenommen Hotels, Frick! Oha! Da kannst du ein bisschen Paris. Aber Paris ist wahrscheinlich gleich wieder weg. Dann mach Chicago, da wirst du dich eh mehr aufregen. Jetzt entscheid dich mal! Chicago! Jo, du kannst doch nicht mal auf Chicago! Natürlich! Danke. Oh Mann. Danke! Das hat gar nichts gebracht. Das hat gar nichts gebracht. Das hat's nur günstiger gemacht. Danke dir. Danke! Ich, Alter, ja! Und weg ist es. Ich hasse ja! Alter. Na, siehst du mal positiv, du hast doch Venedig. Noch! Es tut aber weh, Sir Cyborg. Es tut aber weh. Danke, Skywalker, danke. Sir Cyborg, wenn du dabei bist, kannst du vielleicht sterben, bevor ich auf Venedig komme, dann kostet es mich nämlich weniger. Ja, okay, kein Problem. Okay. So, hier bitte, Sir Cyborg. Skywalker. Ach, danke. Alter, ne, da hat der einfach ein Monopol. Bevor ich eins habe, das ist unerhört. Ele. Und ich muss auch noch Steuern zahlen. Ele, ja. Unser geheimes Bündnis geht auf. Ja. Ach so. Aha. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich hab so viel Geld gegeben. Ereignis, jetzt geh direkt zur Weltmeisterschaft. Wie wär's damit? Wow, du kannst Venedig schützen. Wow. Das wird dir sehr viel bringen. Hä? Ist das Venedig? Wieso soll ich das? Ist doch Skywalker. Ach so, nee, das ist schön, ja. Skywalker ist das. Ich... Ja, Steuern, was soll ich denn da bezahlen? Naja, du hast. Kannst du nicht zahlen, ne? Da muss Venedig dran klauen, glaube ich. Oh. Kein Eigentum, um Steuern zu bezahlen. Ich hab's verkauft und dann. Oh, Skywalker. Tja, du hast ja jetzt nichts mehr, worauf du Steuern bezahlen musst. Oh, bitte sehr. Unser geheimes Bündnis geht auf. Alter. Die beiden, ne? Aber hier, ich mach mal Hongkong mal ein bisschen teurer. Oh, das macht doch nichts. Was sagst du? Also ein bisschen Kohle bräuchte ich jetzt so langsam mal wieder. Ein ja, bisschen Kohle? Kriegst du gleich, okay? Ich geh gleich auf Hamburg und dann gewinnen. Ja, nach Hamburg. Nach Hamburg? So. Das ist doch echt nicht so genau. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, das Comeback. Er kauft sich's aber nicht mal.
Nein, was soll ich denn da machen? Oh, das war knapp. Ja, dann hast du wenigstens noch mal was zum Schluss. Bevor oh, das... Bitte, zur Cyborg, Hamburg ist eine schöne Stadt. Ah, da kann Berlin. Man gerne mal Grund gehen. Okay, dann gehe ich nach Hamburg. Wer gibt mir Geld? So ist das, mein Freund Prick. Sehr schön. Ja, jetzt ist dein Monopol leider weg, Edo. Ach schade, jetzt kannst du Cyborg da nicht mehr bankrott gehen. Ja. Ist schade. Ja, siehst du? Sir Cyborg, unser geheimes Bündnis geht auf. Ich geh bankrott. Was für ein geheimes Bündnis. Digga, ich hasse dieses Schrottgame, Alter. Dieses Schrottgame. Endlich! So verdient! Das geheime Bündnis, dass du mir jetzt Geld gibst, meinte ich. Ele, unser geheimes Bündnis wird aufgehen, Junge. Ja, ich geh jetzt nach Granada. Ab Hotel. Weißt du, ich geb dir so viel Geld. Skywalker und dann. Nö. Ja. Und ich gehe mal wieder zu meinem Lieblingsurlaubsressort. Ja, Cersei. Ja, da ist es schön. Ja, da ist es schön. Das muss ich weiterhin anerkennen, dass es da schön ist. Nee, in Nizza, da gibt's die Pizza. Auch schön, dass ihr, dass ihr beide hier jetzt nur Hotels habt in Spanien und somit euch gegenseitig blockiert. Das Geheimnis wünsche. Keiner von euch kann jetzt ein Reihenmonopol oder ein Monopol generell damit. Nein! Das war meine Weltmeisterschaft. Jetzt nimmer. Brick, ich glaube an dich. Brick, ich glaube an dich. Du glaubst an mich. Ja. Aber niemand glaubt an dich. Ja, an den kann man auch nicht mehr glauben. Ja, der musste ja schon ey. Dran glauben. Okay, aber du bist auch so schlau, ey. Oh, danke, Brick. An deine Intelligenz glaubt man auch nicht. Oh, wie schön, ne? Und damit habe ich das Monopol. Ja, ist halt so. Musst du noch Venedig bekommen, Brick? Ja, wenn ich Venedig bekomme, habe ich einfach mein Spiel gefunden. Skywalker, so ein Hotel auf Venedig wäre ganz... Ja, es... Wenn ich nicht hinkomme, machst du das dann für mich? Ich hol mir gerade die Weltmeisterschaft. Ja, okay. Damit sie nicht mehr in Las Vegas ist. Chicago. Bleibt in der USA. Danke. Dann gehe ich gleich nach Las Vegas und gebe dir noch ein bisschen Geld. Dann kannst du danke. Venedig aufkaufen. Mach ich. Ich weiß ja nicht, wie euer geheimes Bündnis genau funktioniert. Natürlich! Chicago! Es ist doch wirklich nicht zu fassen. Digga, Ele, du bist so ein Scheißlacker, Alter. Können wir nächstes Mal ohne Ele spielen? Brick, die sagst du, wir selber wissen auch nicht, wie unser geheimes Bündnis funktioniert. Wow, ich kann jetzt hier so ungefähr alles verkaufen! Ne, deswegen funktioniert's ja so gut! Genau! Was ist denn das? 3 Millionen, Alter! Aber wir müssen jetzt wirklich mal... Wie er einfach 7 Millionen hat, ne? Versuch du mal auf die Weltreise zu kommen oder so. Ja, klappt nie. Muss erst... Aber jetzt sind die Chancen nicht so schlecht. Ja, das solltest du schnell machen, ne? Ja, Bali hole ich mir erst. Wobei, im Moment, Venedig kann er sich gar nicht kaufen. Wow! Venedig kann er sich nicht kaufen. Nicht? Ja, das nein, weiß ich selber, dass ich mir das nicht kaufen kann. Ich kann mir ja nicht mal das kaufen. Ach so. Hä? Ja, du kannst draufdrücken, dann siehst du den ganzen Status. Starten. Ah. Hä, aber ein Hotel kostet doch 205. Nein, das ist, wenn man einzeln kauft. Derzeit. Ja. Pasch. Ereignis. Wow! Was bringt uns am meisten, Ele? Wie, was bringt uns am... Ach so! Hamburg. Warum ist Berlin weg? Was? Was? Wo ist Berlin hin? Nicht mehr da. Warum ist das plötzlich verschwunden? Nein, Berlin ist doch noch da. Berlin ist bei mir weg. Bei mir auch. Bei mir ist es noch komplett da. Hä? Och nö, nicht schon wieder! Also, kaufe für null? Hä, warum kannst du jetzt alles von mir abkaufen? Ja, dann kauf halt. Nein, es kostet nee. Irgendwas. Hä, was ist hier los? Hat mich was gekostet. Natürlich! Das sind Bugs im System. Hat mich ja was gekostet. Ich bin... Wow, ich kann das irgendwie nur nach Hamburg jetzt tun? Warum konnte ich es nicht auf Mailand machen? Hä? Was ist hier los?
Was ist denn jetzt? Mailand war überhaupt keine Option! Ele, unser Plan geht auf. Alter, ihr habt doch das Spiel gehackt! Eben, Junge! Verstehst du's endlich? Alter, so macht das doch keinen Spaß, wenn ihr dauernd das Spiel hackt! Rick, das ist eben das geheime Bündnis. Ja, toll! Bündnis. Das geheime Bündnis. Erst verschwindet einfach Berlin ohne Grund, dann könnt ihr kostenlos Städte kaufen. Nee, ich hab dir doch was gezahlt. Ja, aber dann konnte ich nur auf Hamburg die WM tun. Ja, du musst halt dreimal drüber laufen jetzt. Was ist denn das hier? Scheiße, ne? Ja, natürlich. Hä, wieso kann ich nur... Berlin. Ich kann nur Freiburgers Städte zerstören. Dann mach irgendwie... Venedig. Danke, mein Freund. Was ist mit diesem Spiel kaputt? Das ist richtig. Wenn ich das wüsste. Ich würde sagen, disqualifiziert. Ja, die haben die Cheaten. Ja, was sonst soll man den ganzen Tag machen? Madrid. Wow. Ordentlich spielen oder was? Ja! So hatte ich mir das gedacht. Ach, so ein schönes Hotel. Hashtag Party! Ja, toll. Ne, der Ele wird immer vor allem ist es aber nicht noch ein Bot. Ja, ich bin rausgegangen, ich suche gerade ein anderes Spiel. Pizza, Pizza. Aber, Digga, diese Tricks sind einfach so dumm. Rick Motion, du musst doch sagen, meine Ressourcen sind die besten. Nein, jetzt sind sie scheiße. seit du sie so kommerzialisiert hast. Machst das nächste Mal zahlst du doppelt. Ja. Oh, ich muss mich jetzt erholen. Alter. Auf Nizza, da gibt's Pizza, die schmeckt so super geil. Ja. Ja, aber was ist mit Berlin? Ja, warum ist Berlin weg? Keine Sorge, ich zahl dir jetzt was. Hä, da ist überhaupt keine Stadt! Hä, Skywalk? Was? Ich kann es doch bezahlen! Warum ist die Stadt bei uns weg? Kannst du nicht. Doch, ich hab. Das kostet 540? Berlin ist komplett verbuggt. Ja, aber echt, Berlin ist bei mir einfach verschwunden, ne? Ja, bei mir auch. Ja, verkauf mal dafür, dass du Berlin gehackt hast. Achso, doppelte Miete war ja! Sein. Deswegen. Achso, deshalb. Ah, verdammt. Weltmeisterschaft. Schön. Freut mich so richtig. Seht ihr denn jetzt das wieder? Nein, es ist immer noch verschwunden. Nee. New York. Na. Schöne Stadt. Hol ich mir. Ja. Keine Sorge, ich kann dir ja doch Las Vegas und London abtreten, wenn du willst. Und kacken. Warum solltest du ihm das abtreten? Dann hat er doch gewonnen. Ja. Kackst du schön auf den Boden? Momentan habe ich, glaube ich, sowieso gewonnen. Ja, da gehst du natürlich genau nach Las Vegas. Das ist gut so. Was? Sevilla ist weg. Oh. Ja. Das muss der verkaufen, damit er in dem nicht existenten Berlin die Miete zahlen kann. Geh direkt zum Weltreisefeld. Ach, schön. Alter, ich freue mich so auf eure Aufnahmen. So verdammt. Ey. Ja. Dann sehe ich, was bei euch passiert ist. Wahrscheinlich liegt es daran, dass bei euch... Ja, bei uns ist Berlin ganz... Also so, als wäre es nicht besetzt. Bei euch wird nichts bezahlt, weil hier, weil ihr eine Aufnahme habt. Darum gibt es so kleine Frame-Lags und dadurch ist das Spiel verbuggt. Ja, ich gebe dir auch mal wieder ein bisschen. Och, mein Freund. Hättest du nicht tun müssen. Ja. Ach komm, ich gehe mal nach Berlin. Das bisschen Geld. Und? Hat mein Lebensstil erreicht. Hamburg ist zurück. Ja, Hamburg ist zurück und Berlin ist jetzt auch weg. Und Berlin ist auch weg. Das war nämlich mein Plan. Ich bin wieder im Geschäft. Digga, das gibt's doch gar nicht. Ich suche gerade so ein Online-Match. A und T macht die ganze Zeit nur Pasch und so. Ah, ein Glück. Ach nur, das ist ja gar nicht. So wieder ihr scheiß Berlin. Berlin ist schön.
Madrid ist eh scheiße. Alter, auf einmal. Auf einmal, eben noch, ja! Ich setz mich ab! Er hat zu oft Pasch gehabt. Ach so. Oh. Ich meine, ich hätte noch mal Geld. Leute, ich hab gewonnen. Ach, schön. Oder soll ich? Ach komm, wir machen weiter. Wir machen weiter. Ede hat ein Machwort gesprochen. Rick, wenn es kein Pasch gewesen wäre, dann hätte ich dir noch mal Geld gegeben, ne? Ja. Wenn ich jetzt halt dann zum Schluss verliere, dann ist es halt so, aber komm, eine halbe Stunde. Ja. Das wäre ja auch ein blödes Ende. Ja. Wäre ja langweilig. Bauen wir noch New York? Ein Hotel? Ja. Eieieiei. Osaka! Ach komm. Das gönne ich mir. Ja. In Ehre an Sir Cyborg. Genau, in Ehre an Sir Cyborg. Oh, da gebe ich dir doch gleich Geld zur Eröffnung. Ah, wie schön. Ey, du musst nicht jedes Mal rumschreien. Ja, dann geh doch einfach. Sehe ich das richtig, dass ihr so leicht angepisst immer noch ist? Er ist immer angepisst. Ja, von Sir Cyborg heute richtig. Ist mir egal, ob ich verloren habe die ganze Zeit. Hauptsache, ich habe Ele immer aufgeregt. Ja, also irgendwie, Skywalker besitzt gar nicht mal so viel so im Vergleich zu den anderen. Ja, der musste ziemlich... Das ist das geheime sein. Das ist das geheime Bündnis, Brick. Was soll denn daran ein Bündnis sein? Du lässt Ele gewinnen. Ja. Von Anfang an abgemacht. Letzte Runde hat er mich abgewinnen lassen und diese Runde lasse ich ihn gewinnen. Was ach so. Zu verstehen. Natürlich! Wie oft kann ich denn bitte hier landen? Was meinst du, wieso Ele darauf bestanden hat, dass wir eine zweite Runde spielen? Ja. Ja, diese Miete ist so teuer! Sind auch noch 3,8 Millionen. Ich hab noch nicht mal ein Monopoly da. Schön! Du hast noch nicht mal ein Monopoly. Und der ist noch nicht mal ein Monopoly. Achso, gib eine Stadt an irgendjemand kostenlos weiter! Warum? Was ein Wunder. Ich hätte dir Las Vegas geben sollen. Ja, das wäre auch... Das wäre interessant geworden. Monopoly! Ja. Schön! Komm, jetzt hol mir das Ding nach Hause. Hol das Ding! Die Weltmeisterschaft nach Chicago. Hä? Wurde sie teurer? In Chicago war die doch... Nein, ich will mir nichts kaufen hier! Wieso denn nicht? Der will mir die ganze Zeit irgendwelche Gadgets anbieten. Ach so. Ach, Tokio kannst du ja nicht leisten. Ich kann mir hier gar nichts leisten. Schade. Wie schade, ne? Ja. So schade. Ach, schön. Danke. An sich, ich bin eigentlich nur Elis zweiter Spieler. Ja. Ach, New York, da muss ich nicht mehr ausbauen. Das war jetzt eigentlich nicht so. Nicht so gut? Nee. So, naja. Mann. Berlin gefragt. 5 Millionen! Ja. Nice! Ah, oh, wie schön, ne? Also, wäre ich langweilig gewesen, hätte ich Zypern gekauft. Direkt zum Weltmeister, ach schön! Ja, tut mir leid, jetzt muss ich die leider wegnehmen. Ja, Paris, oder? Nee, Dior. Muss ich noch nicht einmal! Was? Muss ich noch nicht einmal! Und Osaka! Mann, warum schiebst du eh die ganze Zeit alles zu? Osaka ist die beste Stadt. Ja, gehört mir jetzt. Ereignis! Ach, ich kann von der verlassenen Insel fliehen, wie schön! Ich baue eine Stadt und kack die an. Ja. Ich baue die, nur damit ich sie zerstören kann. Genau! Ah, schön. Ich hab nämlich die Kohle. Die ist ja mehr wert, dass du Geld hast, ey. Hm. Wieso? Ach, Tokio hol ich mir gleich auch noch. Perfekt. Wie schön, ne? Ja, wie schön. Eine Million. Ach, eine Million nur.
Ist ja nix. Triple Monopoly. Jetzt brauchst du nur noch London, hast du gewonnen. Wie schön. Ach lol. Ich ja, hätte dir wirklich Las Vegas geben sollen. Erstmal ein Hotel. Ja, ja. Wir haben ja noch Zeit. Ja. Ja, ich versuche jetzt auf dem Ereignisfeld. Ach, hey, ich gehe dann mal. Tschüss. Tschüss. Spielt schön weiter. Alter, ich bin dreimal bestimmt auf Chicago gekommen. Oh, jetzt möchte ich noch so viele Städte wie möglich. Das ist doch nicht normal. Das ist ja schlimmer als DK mit New York. Kein Hotel in Paris? Nee, hab kein Geld. Ach so, oh. Ja, das Schlimme ist ja Ede. Der kann sich einfach leisten, auf Lyon und Paris nacheinander zu kommen und muss nicht mal was verkaufen dafür. Ach, selbst wenn er bei einem, wenn er bei beiden doppelt Miete zahlt, Rick, ungefähr. Las Vegas kann ich dazu auch noch drauf. Schön. Und dann noch auf Madrid und Hamburg. Ja. Keine Sorge, bei mir bekommst du 50% Rabatt. Ja. Kannst du mit deinen dummen Rabatten einfach aufhören? Seh nicht. Was meinst du denn, hä? Also, das Cyber fühlt sich aber echt blöd an, wenn man so hintergangen. Ja? Ja. Echt. Ja, unser geheimes Bündnis war nicht so gut, Sir Cyborg. Ja, wir haben es erst aufgelöst, als der Cyborg aus dem Spiel war. Aber nee, London hole ich mir noch nicht. Wir haben noch Zeit. Stimmt eigentlich. Ich glaube, du hast extra das Bündnis gemacht, weil Elitz solche ist. Mir ist scheißegal. Wie war ich da los? Eigentlich sowas ist scheißegal. Mein einziges Ziel war einfach, Elitz solche zu machen. Ja, ja. Ja. Hab ich das Ziel gesetzt. Das sagst du jetzt. Ja, das sagt er jetzt. Ja. Das ist ja auch so. Ja, ja. Unser Bündnis, Cersei. Du hast mir die ganze Zeit Geld zugeschoben, während ich in KML die ganze Zeit Geld zugeschoben hab. Ne? Hm, so seid ihr nämlich drauf. Ja und? Ich hab einfach nur Eles Reaktionen waren halt. Das gefühlt irgendwie fast gar nichts. Ich die Weltmeisterschaft veranstaltet. Wow! Komm, bau ein Hotel! Ja, geil! Alter! 7 Millionen! Ereignis, geh direkt zur Stadt, die Weltmeisterschaft wahrscheinlich. Ach nee. Oh, 7 Millionen! Also wenn jetzt Skywalker noch gewinnt, ne? Wie denn? Wie soll der gewinnen? Wenn du jetzt 5-mal hintereinander auf Paris gehst. Oh, du Chicago! Okay. Rom. Oh. Würfel. Brick, du weißt schon, Ele hat noch nicht genügend Goldbarren. Die wollen mich doch verarschen, Alter, dieses dumme Game. Ich spiel grad, ich komm immer auf so eine Stadt, Alter. Oh. Immer. Spielst du gerade online oder was? Einschalten, dann noch eine andere Stadt. Ele, jetzt mach ich aber mal so langsam Schluss, okay? Ja, so langsam. So richtig schön qualvoll, so eine richtig schön Nadel in den Arm stechen und so langsam das Gift. Nadel in den Arm ein Gegner. Das ist gar nicht so schlimm, Nadel. Wow! Das ist so schlimm. Weißt du, wie sonst sind? Oh. Ausgenommen Hotels. Oh, schade. Dann schränkt es ja schon etwas ein. Hab ja gar nichts mehr. Doch, du hast Paris. Das ist doch keine... Na, mach hier Madrid oder Sevilla. Ja, Spanien ist schön. Ja. Kannst du dir was Schönes kaufen da, ne? Ja. Vor allem, es heißt, du zwingst den Gegner, eine Stadt zu verkaufen, kriegt der Gegner dafür überhaupt Geld? Ja. Oh. Echt? Ich hab da keinen Überblick bei meinem ganzen Geld. Lustig! Jeder hat den Bezug zur Realität komplett verloren. Rick. Ja? Du solltest noch bei Cards Against Humanity einfügen, der hochmütige Ele. Ja. Ele, der immer ausrastet. Ele, der reiche Zeit Sack. Dabei ist. Ele, der reiche Sack. Ja. Wegen ach, du verlierst 50.000. Ach. So viel aber auch, ne? Kleingeld. So viel, Junge. Da bist du ja fast pleite. Boah. Hier. Skywalker kann weitergehen. Oh nein, ne? Kann weitergehen. Ja.
Siehst du, das machen wir schön langsam und qualvoll, mein Ende. Ja. Aber wer weiß, vielleicht gewinnst du jetzt ja doch noch entgegen aller Erwartungen. Wow. Jetzt kannst du auch noch Laienmonopole kriegen. Ich habe so viele Möglichkeiten, Monopole. Du hast 3 Möglichkeiten zu gewinnen. Digga, das Game ist aber pay to win, ey. Was ich dir gerade sehe. Das hast du ja früher erkannt. Ach, wieder zur verlassenen Insel? Mann, da war ich doch schon. Ja, das kommt davon, wenn man so reich ist. Mit deinem ganzen Geld musst du dich halt mal absetzen, Junge. Ja. Ja, hast du recht. Sonst kommen gleich die... Alter, wenn Esel Steuern zahlen muss, will ich gar nicht wissen, wie viel das sein muss. Ach, Kleingeld bestimmt. Was wird er zerstören? Außer Hotels. Los, zerstört Chicago! Ach nee, kannst du ja gar nicht. Mach mal... Mach mal... Ich hätte Tokio oder Osaka zerstört, da hätte er eine Monopolmöglichkeit weniger. Jetzt hole ich mir London. Ja, es soll ja weitergehen. Es soll ja weitergehen, Greg. Wow. Schön langsam und qualvoll. Also so vom Geld her unterscheidet ihr euch nicht mal mehr so viel. Stimmt. Schütze eine Stadt. Ja, schütze Las Vegas. Las Vegas ist schon geschützt. Ja, Las Vegas ist schon geschützt. Da kann er nicht noch mehr schützen. Ja. Er kann es nicht doppelt schützen. Wobei, da muss er sogar zahlen. Da muss er sogar mir zahlen, wenn er das, ein Hotel in Osaka. Wenn er es zerstören will, muss er mich so... Mhm. 2 Millionen einfach mal. Peanuts. Ja. Peanuts. Ereignis. Wenn er eine Stadt unter die Weltmeisterschaft aus. Was wird er wohl wählen? Warte, die Miete erhöht sich um mal 10. Mach Tokio. Oder Osaka. Alter. 10,5 Millionen. Einfach nicht zu fassen, was der hier abzieht. Ich hab dir gesagt, langsam und qualvoll. Ja. Da stell dir vor, jetzt kommt irgendwie, Skywalker kann Esel dazu zwingen, eine Stadt zu seiner Wahl zu verschenken. Wenn sowas überhaupt existiert. Nicht. Ich hab so oder so gewonnen. Bringt sie dir das Feld an. Ja. Hey, Monopoly. Ich kann mir aussuchen, wie ich gewinnen will. Ele, an sich hier, es kann noch sein, dass du verlierst. In Monopoly geht das auch noch. Ja. Ja, aber hier nicht. Da zahlst du einmal Steuern. Einmal. Ich hab 5,4 Millionen. Ja, und davon musst du allein 3 Millionen wieder Steuern zahlen. Das bockt mich trotzdem nicht. Oh. Ja, abgehoben, ey. Alter, das ist doch nicht normal mit dem Typ. Nein, ach du Scheiße. Ja, je reicher man ist, desto mehr Urlaub braucht man. Ja, Ele. Ich hab sehr wenig Urlaub, also bin ich nicht reich. Ja. Ach, wie schön, dass er immer wieder auf seinen Städten landet. Ja, ich hab so viele Städte. Mein Game ist jetzt zu Ende. Was ein Zufall, ne? Dauert noch ein bisschen. Blick bereite schon mal Cards Against Humanity vor. Brauche ich nichts groß vorbereiten, glaube ich. Ja, wieso wollt ihr immer alle Cards Against Humanity mal spielen? Nee, das haben wir so lange nicht mehr gespielt. Nein. Da bin ich draußen, ey. Was willst du denn spielen? So. Noch andere Games, ja. Ist irgendwie. Meintest du nicht Scribble nochmal? Was? Meintest du nicht Scribble? Ja. Oh, da ist leider Osaka nicht mehr so viel wert. Ist ja Peanuts, 5,4 Millionen. Ey, das ist fast dein ganzes Geld. Jetzt sag nicht mehr. Doch Peanuts. Dann gehe ich noch mehr aufregt, dann gehe ich. Guck dir meine Immobilien an. Oh. Ele immer so, der Beste. Mein ganzer Besitz, den, da bin ich echt gespannt gleich. Ja. Würfeln? Wieso schreist du die ganze Zeit nur rum? Wow, fliehe von der verlassenen Insel. Wir müssen das CDT Spiel natürlich einfach wieder random killen. Macht immer am meisten Bock. Und der kriegt wieder Geld.
Ja, wann habt ihr jetzt eigentlich ich hab's nötig. Wann habt ihr eigentlich jetzt TTT gespielt? Voll. Gerade eben. Als du nicht da warst. Ja, ich musste kochen für meine Familie. Vor allem Johnny müsste doch auch dann gehen, weil er kochen musste. Ja. Seid ihr so nicht zur Weltreise fällt. Jetzt kann ich mir wirklich aussuchen, wie. Also ja, wie wird er gewinnen? Cards Against Humanity, ja, nein. Ja, ich würde gerne mal wieder Cards Against Humanity spielen. Ja, können wir. Okay, dann schaffe ich was. Er müsste Brick ja, es muss mal anfangen, so ein. Ja, aber da ist der Cyborg nicht dabei. Nicht? Nee, wer ist denn gerade on? Oh, der ist gerade gegangen. Johnny ist on! Vor allem wir mit Johnny. Also, ach so, soll ich jetzt schon gewinnen? Ja, mach. Dann haben wir hier wenigstens mal die Runde zu Ende. Ja, dann mit der teuersten Variante Las Vegas. Kaum. Man muss ja noch schön abgehoben sein. Für 710.000. So gewinnt man gern. Yay! Alter, das ist so extrem. Ich bin Dritter. Der Cyborg ist noch unter mir. Ja, weil der einfach nur scheiße war. Ja, aber er ist unter mir. Ja, gut, ich würde sagen, das war's mit der Aufnahme. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. War nicht so eindeutig, war echt knapp. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Oh, ciao. Oh.